Meine Kölner Freunde, herzlich willkommen zu mir. Ich bin der Donny, ich bin aus der Südstadt, ich bin hergekommen nach Hamburg, um mir ein bisschen Zelda zu schocken mit euch. Gemeinsam wollen wir einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Und danach gehen wir Kölsch trinken am Ring, das ist ja kein Problem, das wissen wir lange, das ist was, das wir lieben. Da hätte noch immer gut gegangen. Wir gehen direkt mal rein. Worst Köln-Akzent ever! Herzlich willkommen bei Zelda Battle Royale, keiner hat durchgenommen. Ihr wisst, wer ich bin, ihr wisst, auf welchem Sender ihr seid. Paul ist in der Regie, feuert die Applause ab und wir gehen voller Energie in eine Folge, in der wir Folgendes machen. Gar nichts, außer rumlaufen und Quatsch erkunden. Und ich möchte jetzt diese Robbe mir erobern. Ich glaube nämlich, wenn man sich anschleicht, dann kriege ich die. Und dann habe ich... okay, ciao. Der hat schon mal gar keinen Bock. Aber ich will so eine Robbe, dann kann ich hier so ein bisschen mal irgendwie das Gebiet erkunden. Soll ich so einen Spurtling mal nehmen oder was? Oder so einen Schleichbuff, was ich eh nie benutze? Was ich nie benutze? Ich bin in der Kölner Jung. Wo ist denn hier? Habe ich überhaupt einen Schleichbuff? Jetzt habe ich diesen Schleichmedizin. Ja, mein Gott. Da steht Puls und unbemerkt nächster Nähe von Feinden oder Tieren herumschleichen. Ja, okay, wir probieren es mal. Wir haben es jetzt genommen. Reicht das jetzt schon? Muss man dann trotzdem noch so ganz vorsichtig sein? Weiß ich nicht. Aber wäre doch cool, dann haben wir so eine Robbe. Ach geil, scheint mir nicht zu merken. Geil. Leute, wir haben gleich eine Robbe. Psst, müssen ganz leise sein. Ganz leise sein mit der Robbe. Ich darf sie nicht berühren. Hi, ich habe eine Robbe. Ich überfahre die. Okay, jetzt haben wir natürlich die... Wo gehen wir hin? Jetzt können wir natürlich hin, wo wir wollen. Ich guck mal auf der Karte. Welche Richtung will ich denn? Hier ist natürlich alles okay, da hört die Map einfach auf, ne? Gibt's da noch irgendwas? Hier ist da bestimmt irgendwas. Hier sind da bestimmt Schreine oder so. Ich heiz mal so ein bisschen rum. Guck mal, ob ich irgendwie... Aber ich brauche bestimmt bald Hitzeschutz, ne? Hier ist ja heiß. Der Wüste. Ja, aber Schreine sind da vielleicht auch nicht. Ich bin ja da auch schon vorbeigefahren, als ich auf den Titan gestiegen bin. Gucken wir mal. Wir gucken mal jetzt hier. Wir gehen mal hier so ein bisschen wüstenmäßig ab. Gehe ich jetzt gerade immer mehr nach Süden? Ja. Da ist ein Chamäleon. Hab ich auch gesehen. Was ist denn da? Hier ist so eine Oase oder was? Geile Robbe, Alter. Sieht doch noch was aus hier irgendwie. So, ist nicht kartografiert. Da ist doch bestimmt irgendwas Geiles. Krugsamen. Vielleicht ein Schrein. Mein Schreinalarm geht aber nicht an. Mold. Oh, sind wir hier da? Ah, Kiste. Nehme ich mir direkt. Okay, ich wollte eh hier aussteigen. Ach, guck mal, hat er jetzt keine Angst mehr? Ist jetzt quasi meiner? Nee. Okay, ciao. Okay, aber gut zu wissen, mit dem Schleichen hat er jetzt auch mal geklappt. Warum kann ich ihn die nicht aktivieren, hier die Kiste? What the fuck war das denn? Hä, das war gar keine Kiste, oder was? Was war denn das? Wieso habe ich nie... Das habe ich jetzt nicht, überhaupt nicht verstanden gerade. Wieso ist ein... Und der hat mir mega viel abgezogen hier, der hier. Der hat mich gekillt! Der hat mich gekillt! Irgend so ein Arsch in der Wüste oder was, nachdem ich so ewig nicht gestorben bin, hat mich jetzt so ein... Aber da stand Speichern, oder? Da stand Zwischenspeichern, glaube ich. Wenn du Spielekarte mit Freunden hast, verschaffe dir mit Essen und mit Schienen einen Vorteil. Da stand, ich glaube, da stand oben rechts Speichern oder oben links, als ich Merodo diese Oase... Nein! Wunschdenken, Donny. Wir gehen da nochmal hin, oder? Schleichbuff ist nicht mehr aktiviert. Es interessiert mich jetzt, was da los ist, ey. Ich lass mich doch jetzt nicht von denen da abstrecken. Krieg ich den trotzdem? Krieg den bestimmt trotzdem. Nein. Okay. War gut zu wissen, dass Schleichmedizin wirklich was bringt. Das habe ich mich ja 100-mal schon gefragt in diesem Spiel. Treue Zuschauer werden das mit den Augen rollend wahrnehmen, weil ich das wirklich so oft schon gesagt habe, dass ich nicht weiß, was Schleichen bringen soll. Nein!
Ich muss noch langsamer. Ah. Ich will dich jetzt haben hier. Ja, aber es bringt schon was. Es hat ja letztes. Guck mal, wie er chillt. Die sind so geil. Ich bin im Urlaub, der Sand ist warm. Ich bin eine Sandrobbe, hey, hey. Ich kratz mich am Hals. Ich bin eine Sandrobbe. Ich bin eine Sandrobbe, hey, hey. Ich chille gern im Sand. Okay, komm. Ach, der fächert sich. Komm mal, das kann er jetzt. Ich bin jetzt langsamer, kann ich nicht laufen. Hau nicht ab jetzt, bitte. Ha! Ich hab dich! So, bring mich nochmal zu dieser Oase. Bring me to the Oase. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Today is gonna be the day that they're gonna throw me back. Hey, wenn du gerade zusiehst und dir gerade eine Gitarre gekauft hast und ungefähr 16, 17 Jahre alt bist und du mit dem Gedanken spielst, Oasis, Wonderwall, auf einer Party zu singen und vorher das vielleicht ein bisschen zu üben. Nein, mach es nicht. Leg die Gitarre sofort weg. Hör auf. Lern ein anderes Lied. Das ist mein Lifehack für dich. So, wo ist diese Kiste? War das überhaupt eine Kiste? Das war auf jeden Fall ganz komisch hier. So, ich hole mir. Warum ist denn die letztes Mal, bevor. Aber ich speichere mal jetzt hier. Warum ist denn die da so komisch? Warum konnte ich die nicht mit dem Magnet raus und warum ist die explodiert? Und das war alles ganz komisch. Was ist das hier? Okay, so gehen die ab, oder was? Oh, Alter. Die sind richtig fies. Der war nice. Ich will den jetzt mal. Der hat ganz schön viel. Ist jetzt mal ein Kampf hier. Ist jetzt mal ein Kampf. Ich konter den jetzt. Oh, ich werde schon wieder gestorben. Ich brauche. Die sind ganz gut, ey. Aber ich habe mir meinen Ehrgeiz jetzt gefordert. Ich will den jetzt schlagen hier. Wo ist denn noch eins mit? Nee, das nicht. Ja doch, komm, das nehme ich mal. Bisschen Kraft drauf hier. Jetzt habe ich ihn. Okay, was gibt denn der? Wann habe ich die? Das ist auch noch so eine Frage, die ich mich neulich gestellt habe. Ist es so, dass die Gegner immer härter werden, je nachdem, wie viel Fortschritt man gemacht hat im Spiel? Also, anders gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Bereich ausgewählt hätte als ersten Bereich, in den ich gehe, und wenn... Oh. Alter, was will der denn? Kannst du mich mal bitte hier reden lassen mit den Leuten und nicht einfach aus dem Boden raus kaputt machen? Der hat mich umgebracht. Oh, Pantyline. Sexy. Donny. Erneut versuchen. Ja, was ich sagen wollte, ist eigentlich egal. Ich habe mir überlegt, am Anfang waren die Gegner doch relativ schwach. So in dem ersten Bereich da in der Nähe von Schloss Hyrule. Da waren doch die Gegner alle mit ein, zwei Schwerthieben kaputt mit so ganz billigen Waffen. Aber jetzt habe ich gemerkt, neulich, als ich da wieder vorbeigekommen bin, haben die sich angepasst an meine Kraft meiner Schwerter. Das heißt, passt sich dieses Spiel konstant an, je nachdem, wie viel Herzen man hat und Sachen, die man hat, sind die Gegner überall immer besser oder sind die Gegner in bestimmten Gegenden einfach krasser? Denk mal bitte darüber nach! Denk darüber nach jetzt! Warum kann ich die Kiste hier nicht rausnehmen? Was soll das? Das ist so ein Arschloch! Guck ihn dir an! Oh, der ist mir egal, jetzt ey. Tschüss, ich hau ab, der ist mir... Die Gegner sind mir hier eh zu heftig hier. Ich mach mal hier rein und Messner. Ich messnere mich mal hier raus. Sagt man schon so, das ist so die Redewendung. Oh, der hat sich rausgemessnert. Wenn man einfach schnell, wenn man im Duden steht dann, einer Situation entgehen, indem man schnell eine steile Wand hochklettert. Messnern. Ey, hast du Donny gesehen? Ah, der hat gemessnert, Alter. Worum kommt hier jetzt gefährliche Musik?
Hier sind aber geile Sachen. Chilis. Nice. Warum kommt hier so böse Musik? Hier ist eine Route, Alter. Wenn so schießt. Hier ist eine Kochstelle. Hier ist so ein bisschen Wasser. Ey, wenn hier mal kein Krogsamen irgendwo ist. Hier ist doch... Da ist auch eine Kiste. Ist es wieder auch so ein Arschloch oder ist es eine Kiste? Okay. Bombenpfeile, ja. Oh geil, wieder so Früchte. Oh, da ist eine Dingsechse. Ist die jetzt wieder einfach verschwunden oder ist die noch hier? Die verschwinden ja dann einfach immer, ne? Okay, Leute, warum kommt hier so eine dramatische Musik die ganze Zeit? Ist das einfach die Musik von der Gegend hier? Weil normalerweise müsste ja ein Gegner in der Nähe sein, wenn solche Musik kommt. Okay. Sollen wir kochen? Hm. Das ist voll stressig hier mit der Mucke. Ich will so chillige Oasenmusik. Jetzt hört's auf. Danke, DJ. Das wäre so witzig, wenn das Paul einfach eigentlich einblendet und mich trollt. Warte mal, ist hier was im Wasser irgendwie, was Geiles? Oh, das sieht geil aus. Aber nicht mit der Musik, ist mir zu unentspannt hier. Ich mache jetzt auch kein Feuer. Das ist blöd hier, ich mag das hier nicht. Ich will hier wieder weg. Oder ist das so ein... Warte mal. Ist das vielleicht sogar so eine Art Riesengegner? Hundoryokora, jetzt weiß ich, warum hier so die Musik so dramatisch ist. Das ist so ein Megagegner. Sollen wir uns dem stellen? Bombenpfeile! Ah, Hint, Alter, da gab's Bombenpfeile. Das muss doch bestimmt dann machen. Den muss man bestimmt ausschließen. Ah, hier, warte. Komm, wir versuchen es mal. Da ist doch irgendwas. Und dann gehe ich hier mal hier auf die Steine, guck mal. Und sehe, wo der lang geht. Guck mal, ah. Okay, das machen wir jetzt. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Warte, jetzt schnell. Oh, ich wollte schnell schießen. Verpiss du dich mal hier, mit dir habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Ach fuck, der hat mich gekillt. Hm, ja, schwierig. Ich denke, hat es dem was abgezogen? Weiß ich nicht. Ich habe versucht, ihn zu schießen. Durch den Sand, ne? Durch den Sand. Ich muss durch den Sand schießen. Durch den Sand durch, dann kann ich ihn killen, den Moldora, den Bill. Ja, komm, wir versuchen noch einmal. Es muss irgendwas sein hier mit der Mucke. Hier ist so, hier kann man überall auf diese Steine hüpfen. Den muss man doch irgendwie killen. Hier. Vielleicht muss man den rauslocken und dann, wenn er in der Luft ist, schießt man den mit Bombenpfeilen ab. Komm her. Ach, guck mal, der hüpft auch so immer hoch. Okay, dann schieße ich den. Aber wo hüpft der halt raus, ne? Ist ja die Frage. Muss man den vielleicht anlocken? Gazellentanz, Gazellentanz. Der müsste doch jetzt hier wieder kommen, hier rum, oder? Da ist ein Sputtling, Alter! Ah! Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, die wachsen immer an Wänden. Ich hatte recht. Ich liebe es, wenn ich recht habe, Leute. Jetzt können wir unsere Kletterhose gleich, Ach, scheiße. Fuck, jetzt kommt dieses Monster, ne? So, ganz ruhig. So, wir können die Kletterhose upgraden. Machen wir demnächst. Jetzt gehe ich erstmal schön wieder auf so einen Stein. Okay, warte, der kommt jetzt gleich. Beeil dich! Ich hab keine Ausdauer! Beeil dich! Oh, kalt. Alter. Okay, jetzt ist er wieder weg. Scheiße. Ups.
sind doch Headshots, Alter. Nee, der letzte nicht. Oh, der nervt mich, der Typ, ne? Stirb! So, jetzt... Also, einmal noch mit diesem Viech. Versuchen wir jetzt nochmal. Ups. Verpeilt. Hebe ich nachher auf. Mach ich eh nicht. Sind das Feuerpfeile oder Bombenpfeile, die ich aktiviert habe? Nee, ich brauche Bombenpfeile. Nein! Aus Versehen! Fuck! Come on. Hab ich ihn jetzt? Ah, jetzt geht ja was runter von dem. Okay, Leute, ich hab's. Aber ich hab grad voll die Bombenpfeile verschwendet. Ey, geil, wir machen den, ey. Dich mach ich fertig. Gar schnell eine geile Waffe, ja, komm. Schnell, was hab ich denn? Was zerbricht gleich? Das nicht. Fuck, nein, ich depp. Wieso nimmt er das jetzt nicht? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wegen dem Schild oder was? Wieso kann er das... Hä, das habe ich jetzt nicht kapiert. Wieso nimmt er das jetzt nicht? Ganz ruhig. Warte mal, muss ich das... Nicht wegwerfen. Egal, jetzt wenigstens für den... Ich will den jetzt einmal kurz... Verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach gar nicht gerade. Ich gucke mir das nochmal an in Ruhe hier. Das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht verstanden. Warum kann ich jetzt die Waffe nicht auswählen? Jetzt habe ich es wieder. Ganz komisch. Ah, scheiße, ich verschwende hier Pfeile ohne Ende. Fucking Bombenpfeile, ich Depp. Egal, wir haben jetzt. Ich bin jetzt getriggert. Ich mach den jetzt. Ich brauch was zu essen. Hm. Was nehmen wir denn? Wir haben nicht mehr so viel. Wir haben das hier. Das ist geil. Okay. Hm. Ich hab dem schon jetzt ein Viertel abgezogen. Das ist ein kleines Abenteuer, Leute. Jetzt komm. Aber wie. Das war echt komisch mit den Waffen gerade. Ich konnte einfach... Das weiß ich jetzt nicht, warum ich das nicht ausziehen konnte. Komm jetzt wieder her, komm. Oh nein, die auf die habe ich gar keinen Bock. Die verfolgen mich jetzt, ne? Die nerven jetzt. Oh. Ah, shit. Ach komm, mit einem Schlag, komm, alles. Ja. Okay. Jetzt kommt er wieder, ne? Fuck. Okay, aber geil. Ich verschütze dich. Aber ich hab das Schild. Warte. Okay, ich bin grad. Ich hab grad so Glück gehabt. So, Ritterbogen bitte ausrüsten. Dann Schild nehmen wir auch mal mit, weil, warum nicht? Haben wir, brauchen das Reckengewand. So, ah nee, dann ist mir kalt, okay, gut. Aber das ist natürlich nicht so viel stark, nicht so stark. Dann brauchen wir Bombenpfeile und Dings, okay. Ach, das bringt nichts, ne? Ich muss dem irgendwie, muss ich dem in die Schnauze? In die Schnauze muss ich den treffen, ne? Ich verliere jetzt halt, weil es kalt ist, Energie. Jetzt kommt er wieder auf mich zu. Ja, Mann. Scheiße. Okay, ich habe die falsche Waffe auch. Ich brauche eine stärkere Waffe als das Fechterschwert.
Und mir ist kalt. Ich muss das andere anziehen, ey. Das ist sonst zu... Bringt das überhaupt was? Nee, ich muss dem sofort die Schnauze schießen. Oder vor den Mund oder was auch immer das für ein Viech ist überhaupt. Ja, Mann. Okay, komm jetzt runter. Ah, damn it. Das hat mich jetzt alles abgezogen. Oh, scheiße, ich muss weg. Oh, man. Fuck, ich habe so viele Herzen mittlerweile. Habe ich ihn. Come on. Come on. Es ist so schwach, dieses Schwert. Come on. Immer mehr. Noch einmal. Jetzt dreht er sich um, die Fettsau. Ja, ich kann ihn. Oh, ich mache ihn gerade richtig. Oh, ich habe ihn gerade richtig abgezogen. Okay, warte, warte, schnell weg hier. Schwert ist gleich kaputt. Okay, ist schon kaputt. Das war doch eh geiler. Muss ich den vielleicht am Kopf schlagen? Ist das vielleicht... Come on. Gönn ihm. Wir haben ihn gleich. Leute. Wir haben ihn gleich. Oh, ich muss abhauen. Ja! Ich hab ihn! Geil! Völlig unerwartet! So ein Riesenviech gelegt! Boah, das gibt viel geil Loot. Geil, was ist das denn? Okay, das war ein Moldora. Der heißt Moldora. Man kann das als Zutat Medizin verwenden. Flosse. Geil, ey. Leute. Okay, aber das ist wahrscheinlich wie mit dem Hoblix, oder wie der heißt. Das hat mir jetzt leider auch nicht... Entweder ich koche die falsch, oder... Okay, eine Ritter. Oh, naja, okay, der Loot war jetzt nicht so krass, ne? Schade. Aber hey, kleines Abenteuer. Wir haben so ein Riesenviech erledigt. Okay, ich nehme die mal mit. Vielleicht ist die irgendwie besonders. Ja gut, aber wenn man jetzt mal überlegt, was ich alles zerstört und verfressen habe bei diesem Kampf und was ich da jetzt rausgekriegt habe dafür, das ist natürlich auch nicht so geil, ne? Also ich habe jetzt gesäubert auf jeden Fall die Ecke. Aber... Mit diesen Zutaten weiß ich halt nichts anzufangen, weil hier, wie heißt der? Hinox, den haben wir letztes Mal auch gedacht, geil, Hinox-Zutaten, da gibt es bestimmt was Fettes. Gab aber kaum was, es sei denn, ich habe es falsch verkocht, das kann natürlich auch sein, aber woher soll man denn wissen, was man wie verkochen soll? Man kann es als Zutaten für Medizin verwenden, doch es soll auch eine andere Verwendung haben. Ich werde das jetzt nämlich nicht mehr verkochen, ich würde da irgendwas, vielleicht kann man es bei jemandem eintauschen. Das steht hier, Moldora-Flosse. Ja, irgendwas Geiles wird es schon gebracht haben. Ich werde das jetzt nicht madig reden. Das war ein cooles kleines Abenteuer. Wir haben jetzt wieder so ein fettes Viech erledigt. Und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt hier auch aus der Wüste wieder raus. Ich habe nicht so mehr Bock auf die Wüste gerade. Karte. Wir gehen mal... Wo haben wir denn... Können wir hier teleportieren? Können wir hier teleportieren, Meister? Wo können wir denn teleportieren? Dann kann ich mich hier zu meiner Markierung hin und da mal hier ein bisschen aufräumen. Ja. Cool. Ja, was war da denn los, ey? Völlig aus dem Nichts in so ein Riesenfischabenteuer gesprungen. Komisch, ne? Aber jetzt haben wir den erledigt. Erlegt. Geangelt haben wir den quasi. War ja ein Fisch. Hat er flossen. Dann haben wir den quasi gefangen. Fisch gefangen. Oh my God, I love it. I don't care. I love it. Mit den zwei übrigens, den beiden Sängerinnen. Wie hieß die Band nochmal? Die haben auf jeden Fall mega Karriere gemacht nach diesem Hit. I don't care, I love it. In Amerika und alles Mögliche. Und hatten da voll die Millionen Fans und so.
bevor die berühmt waren, kleiner Funfact, war ich mal mit denen für so einen Dreh auf der Reeperbahn. Da sind wir in so einer Limo gefahren. Da war übrigens Flo Harten auch dabei. Er hat glaube ich, da Ton gemacht oder Licht. Er hat damals noch an so einer anderen Firma mit zusammengearbeitet. Hat er so Kamera und so gemacht. Und mit den beiden Mädels sind wir die Reeperbahn rauf und runter gefahren in so einer Stretch-Limo und haben ein Interview mit denen geführt. Da waren die überhaupt nicht berühmt. Und so gefühlt eine Woche später waren die so voll weltbekannt. Und alle überall lief dieses I don't care. Das fand ich irgendwie interessant, wie das so laufen kann. Die waren auch super nett. Ich habe mich sehr gut mit denen verstanden. Die hatten guten Humor und so. Wir haben echt einen schönen Dreh gehabt. Es war lustig. Aber krass, ne? Und dann waren die wirklich so gefühlt, ein, zwei Wochen später sehe ich die dann so, gucke irgendwie auf Facebook und dann haben die so über 1 Million Likes. Ja, mittlerweile noch viel mehr. Sind dann voll die Superstars geworden. Da dachte ich mir so, krass, so schnell kann das gehen. Ein Hit, gute PA und schon bist du Weltstar. Ah. Ein Hit, gute PA und schon bist du Weltstar. Das wird mein Jingle, für wenn ich irgendwann mal Manager bin für Musiker oder sowas. Ein Hit, gute PA, auf einen Schlag Weltstar. Ich muss aber irgendwie hinkriegen, dass das R, PR und Star noch ein bisschen deutlicher rauskommt, dass die alle Leute auch wissen, hey, das habe ich gereimt, das reimt sich. So, wo gehen wir hin hier? Wir machen ja einfach gerade laufenden Spin. Was leuchtet denn da? Den brauche ich nicht. Wir gehen mal die Leiter hoch. Wenn hier schon eine ist, dann nehmen wir die doch. Wir sind im Eiskeller im Norden. Was ist das denn? Heißt das, dass hier kalt ist? Ich kenne da gar nichts. Ich zieh mal Wams an, hab ich schon. Okay, wo sind wir denn hier? Ich finde das irgendwie interessant hier. Vielleicht gibt es hier oben einen Krogsamen. Nein. Okay, liebe Freunde, wir müssen ein kleines bisschen Werbung machen. Howdy. Mein Vorschlag ist, ihr bleibt einfach dran. Guckt euch die Werbung an. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier an dieser Stelle und spielen weiter. Bis gleich. Ich hab mir gerade überlegt, ich hätte gerne irgendwann mal so eine Version von diesem Intro, weil ich das jetzt schon so 100 Millionen Mal gehört habe, weil das ja in jeder Folge am Anfang unten eine Werbung läuft und bei Jedi Night auch, glaube ich, 50 Folgen lang lief. Das heißt, ich habe dieses Intro schon so oft gehört. Ich würde mir gerne mal wünschen, wenn jemand mal so eine Bossa Nova Nummer daraus macht. Hat jemand Bock da drauf? So dieses, aber mit so ein bisschen mit so freundlichen Akkorden und vielleicht mit so Cello, nee, nicht Cello, wie heißt es, so Marimba gespielt oder auf dem Xylophon. So, so ein bisschen so leichter, finde ich cool. Alles klar, weiter geht's. Wir sind gerade hier raufgeklettert. Warum wissen wir nicht? Scheiß drauf. Wir gucken uns einfach mal um überall. Und ich habe gerade, als ich hier rüber geguckt habe, gesehen, ist das nicht ein Leuchtstein hier? Wie viele Leuchtsteine haben wir? Bei 10 können wir wieder schön Geld machen. Oh, wir haben ja 15. Geil. Mit 20 sind es 2 Diamanten. Dann würde ich mal sagen, na, als Reinhold Messner will ich natürlich hier hin. Ne? Das ist natürlich, das ist für mich, Messner Donny denkt sich so, geil, das ist eine richtige, das ist eine geile Wand. Was ist das da? Sportling. Ah ja, zur Fee können wir auch und uns unsere Kletterhose geil machen. Aber ich hole mir jetzt erstmal hier die Leuchtsteine hier, Alter. Kenn ich gar nichts. Ich bin ein Leuchtstein-Freak. Geldgeil bin ich. Ja, das gibt doch locker 3-4 Leuchtsteine hier. Boah, also mega krasse Stelle. Ja, okay, scheiße. Ach, das ist Feuerstein auch noch. Hm. Kann man das von außen erkennen, ob es Feuerstein ist oder Dings? Ich glaube nicht, oder? Oh, aber das war jetzt schon nicht schlecht. Hey, guck mal, hier ein paar Topas. War da ein Saphir auch dabei? Ah, das lobe ich mir. Let's go. Gab es hier noch irgendwas? Hallo, ich zieh doch mal meine Kletterhose an hier. Was machst du denn, Donny? Du bist doch viel zu langsam ohne deine Kletterhose hier. Rigmes. Nächstes Mal sind wir rübergefahren hier. Nach Hamburg. Da sind wir angedockt in Hamburg. Da haben wir unsere Kletterhosen dabei gehabt, sag ich mal. Da sind wir ausgestiegen aus der Rigmes. Sind wir hier auf so Reeperbahn hochgelaufen hier. Weil der Laufnase. Du hast hier einmal Puff gegangen hier mit der Kletterhose.
Das war richtig geil hier. Da war schön zum HSV gegangen zum Spiel hier noch. Und dann sind wir schön zurück auf Rigmar. Sind wir wieder abgehauen. So, und dann sind wir klettern gegangen und dann haben wir es nicht geschafft. Oh, ich brauch Ausdauerbuff. Es gibt halt echt nur ein Viertel, ne? Das ist ja echt der billigste Buff, den ich hab. Ja, müssen wir nochmal nehmen. Scheiße. Die ist echt scheiße, diese Ausdauermedizin. Die gibt echt nur ein Viertel. Ja gut, die rettet einen halt immer genau da. Okay, ich beschwöre mich gerade drüber, aber die rettet mir hier meinen Arsch. Aber irgendwie ist die nicht so geil. Okay, wo sind wir denn jetzt? Guck mal, da ist unser Kamel. Hier sieht's irgendwie heiß aus. Oh, da ist wieder so ein... Hier ist so irgendwas. Hier geht's ab. Ich weiß nicht, ob ich hier so Bock hab. Die ganzen Gegner hier. Andererseits, warum sind die denn hier? Die müssen ja irgendwas beschützen. Vielleicht soll ich mal ein bisschen taktischer rangehen an die Scheiße hier. Ein bisschen schleichen. Ja, okay, er hat mich gesehen. Nee, doch nicht. Na komm, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Stealth. Stealth Mode activated. Kann ich diese Fässer, die sind nicht explosiv, ne? Aber ich... Ah, scheiße, er hat mich. Die ist gleich kaputt, ne? Die schmeiß ich auf den. Wir haben die Wächter-Axt. Die hat uns keine tollen Dienste erwiesen, muss ich auch mal sagen. Die war nicht so geil. Komm mal her, hier, Baby. Komm du mal her. Ah, die Bombenpfeile, die gefallen dir nicht so, ne? Die gefallen dir gar nicht, Freunde. Und tschüss. Oh, hat er, überlebt er noch einen oder was? Tschüss. Okay, den haben wir weg. Ja, das Wächter-Schwert war auch nicht so geil, muss ich sagen. Es war immer zu langsam, zu behäbig. Der hatte aber was hier. Was ist denn das? Polarstab. Aha. Kann man niemand eineisen. Läuft er hier in der Wüste mit einem Polarstab rum? Komischer Typ. Vielleicht hat er sich das selber immer so abgeschossen, weil ihm heiß war. Schön mal den Polarstab. So ein bisschen wie so ein Fächer hat er den benutzt. Hat sich selber immer so angeschossen. Ah, geil, Alter. Geiler Polarstab. Ob die Eskimos ihren Penis auch Polarstab nennen? Könnte sein, ne? Sorry, die Inuit. In Reiterbogen. Na, machen wir Platz, oder? Ich verstehe übrigens diese Bögen auch überhaupt noch gar nicht. Ja, klar, da steht zweimal dran. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was zweimal ist. Also zweimal in der Luft schießen oder was? Aber wir haben davon drei Stück. Ciao. Ritterbogen ist geiler. Hat eine Stärke von 26. Das ist ganz gut für einen Bogen. Ich habe noch keinen stärkeren gehabt, glaube ich. Da ist ein Chamäleon, du. Der. Ich meine, hier ist ja nichts. Warum sind hier so viele Gegner? Was? Ist das einfach so random oder was? Oder ist hier irgendwas? Schützen die irgendwas? Guck mir das Ganze mal von oben an hier. Was ist denn hier oben? Was sind denn so für Sachen hier? Sieht auch irgendwie verdächtig aus, ne? Der Haufen hier. Schon lange nicht mehr gemacht habe. Mal gucken, ob man was zersprengen kann. Ja. Aber hey, man muss auch mal ausprobieren, ne? Man muss auch mal, ausprobieren. Probieren geht über Studieren, sag ich immer. Ach, der Rigmeth. Okay, da ist die Karte, die gehe ich jetzt freischalten. Das heißt, oh, die Wand ist aber schon eine ganz schöne Messnerwand. Die hat's in sich, du, sag ich. Da brauche ich noch einige, sag ich mal, Getränke. Auf den habe ich gerade keinen Bock. Ja, da komme ich nicht hochgeklettert, ne? Das ist zu viel. Aber ich gehe mal hier so lang, hier mittendurch. Ich glaube, das ist genau weit genug weg, dass sie mich nicht sehen. Ja, ne? Beide nicht.
Echo. Okay, ja, es ist schon eine ganz schöne Wand hier, ne? Also das könnte schon dauern zu klettern. Mal gucken. Darf natürlich jetzt nicht schüpfen. Kriegen wir das hin? Was glaubt ihr? Ja, das schaffen wir, ja. Ja, das schaffen wir. Bis dahin auf jeden Fall hier. Dann geht's ab wieder zurück auf die Regenmäher. So, ja, das war ja locker. Okay, ja, da ist doch der. Ja, da wollten wir doch hin. Ist doch geil. Jetzt können wir hier die Karte mal freischalten. Ist aber nicht meine Lieblingsgegend, muss ich sagen. Hier, diese ganze Wüstengegend hier, die ist so ein bisschen. Ein bisschen karg, kaum Schreine. Ich glaube, der Schreinalarm ist noch nicht einmal angegangen, seitdem ich hier bin. Edelwild, Alter, das brauche ich. Ach, schnell, komm. Ja. Ja, Mann, Edelwild ist gut. Oh, das machen wir uns nachher mal wieder mit so einer Kaktusfrucht. Den müssen wir aber da wieder, sammeln, ne? Shit, der ist weg, ne? Der ist einfach runtergehüpft, Suizid. Ja, genau. Also diese Gegend hier ist irgendwie nicht so meine Lieblingsgegend, weil einfach wenig Schreine. Und karg und viele nervige, recht starke Gegner. So, ich glaube, ich hüpfe da einfach. Guck mal, das ist ganz schön. Alter, ist es der höchste Turm von allen, ohne mal Pause dazwischen? Ich glaube, ich gehe lieber hier so lang und hüpfe da von der Höhe drauf. Weil, guck mal, der ist richtig lang. That's what she said. Ich glaube, es ist auch so gedacht, dass man erstmal hier so hoch geht und dann irgendwie da drüber gleitet auf den, weil das kann doch kein Mensch klettern ohne. Guck mal, Alter, wie lang der ist. Also, wie gesagt, da bräuchtest du ja lauter Ausdauerdrinks, deswegen gehe ich lieber hier noch ein Stück höher. Da war gerade eine Libelle, die dich fangen können, scheiße. Ich gehe mal lieber schön hier hoch. Ja, komm, lass mal hier schnell. Das müsste ich doch hüpfen können, oder? Ah, war ich wieder zu voreilig mit dem Hüpfen? Schauen wir mal. Oh, Sonderjäger. Muss wieder nehmen. Ich habe nur noch einen, ne? Aber das müsste doch jetzt reichen. Aber das ist doch irgendwie, ne? Oh, reicht das? Oh, komm! Oh, mega knapp! Freunde, hier ist ein Megalager. Das ist ein Riese. Oh nein! Geh in die Wand! Alter, nein! Fuck! Das schaffe ich jetzt nicht mehr, oder? Doch. Aber vorhin habe ich es ja auch nicht geschafft. Es war die gleiche Höhe. Ohne Ausdauer-Drink. Aber das wird jetzt geil, Leute. Wir gehen jetzt da hoch. Wir mischen das Lager auf. Es wird fett. Es wird jetzt ein epischer Kampf. Ich frage mich gerade, ob ich da vielleicht taktisch rangehen soll mit Schleichen und Bombe werfen. Oder ob ich... Warte mal, wir verlieren ja keine... Wenn wir nur an der Wand hängen, verlieren wir keine Energie, ne? Können wir da schon mal so ein bisschen rüberlucken? So, weißt du? Guck mal, da sehe ich so... das kann man zum Explodieren bringen. Wir wollen ja dahin im Endeffekt. Ja, wir müssen noch höher. Das können wir nicht klettern ohne Buffs. Okay, warte mal. Was geht denn bei denen? Okay, was ist denn hier los? Okay, da ist so ein Riese. Das kann man explodieren, aber was bringt das? Da kann ich vielleicht... Da ist so ein X. Der wird mich gleich sehen, glaube ich, dieser eine. Den gehe ich mal hier... Oh, schon wieder das Gleiche passiert, fast. Oh, ja, mal hier schnell! Okay, wie gehen wir da ran jetzt, Freunde? Wie gehen wir da ran? Soll ich vielleicht eine Bombe... schmeißen. Und dann untersucht der eine das und dann. Ah, das war behindert. Okay, dumm. So, hier geht's wieder bergab. Scheiße, ich gehe noch einen höher. Schaffe ich das? Ja.
Ja, ich bin gerade so ein bisschen im Erkundungsmodus. Macht aber Bock. Das macht Bock, blind. Vielleicht was fallen lassen, eine Bombe fallen lassen hier auf die. Ich will die irgendwie platt machen hier. Ah, ich hätte die erst hinlocken sollen da, ne? Ich hätte die hinlocken sollen. Aber die scheinen auch nicht so geile Sachen zu haben. Aber den kann ich abschießen hier, guck mal. Ein Feuerpfeil. Siehst du, da oben ist ein Feuerpfeil. Bitte, 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 Feuerpfeil. Jetzt treffe ich halt ihn, ne? Das war schon nicht schlecht. So, und jetzt probiere ich das tatsächlich mal mit diesem Ding. Ich schlüpfe es da runter. Ich esse noch schnell was. Aber ich will den jetzt platt machen da. Ich habe Bock drauf gerade. Schnell noch was irgendwie so. Schon mal braten. Und noch ein bisschen Kraftobst oder was? Ja, komm, den Buff nehmen wir. Und jetzt mache ich den hier. Jetzt versuche ich mal, ob das geht. Ja, das geht tatsächlich. Ich kann zweimal, dreimal. Ach, guck mal. Ist ja richtig geil. Ist ja mega Porno. Porno, Alter. Wer sagt, niemand sagt Porno mehr. Okay, es hat ihm aber kaum was abgezogen. Das war natürlich auch wack. Boah, der war nice, Alter. Im laufenden Headshot. Und der ist weg. So. Ich habe ganz schön viel Energie verloren gerade beim Runterspringen. Okay, der steht direkt neben der Bombe. Ich muss die schnell abschießen. Nee, ich hab doch hier, warte. Ah, scheiße. Ach, richtig verfehlt, ey. Ah, ich lock den mal so an. Ah, shit. Komm mal hier. Komm mal hier, Freundchen. Oh! Scheiße! Jetzt komm mal hier runter. Ach so, geht's auch. Okay, alles klar. Machst dir selber, weh. Was? Worin bin ich jetzt gestorben? Wovon bin ich jetzt gestorben? Wovon bin ich jetzt gestorben? Ach, scheiße. Ich hatte den fast. Hä? War das meine eigene Bombe? Ich meine, ich habe gesehen, ich habe nur noch ein paar Herzen, aber ich dachte, ich war doch weit weg von dem. Och, Mist. Alles umsonst. Die ganze Kletterei. Ach, scheiße. Das nervt mich jetzt. Mann, ey. Ja, dann geh halt kaputt, scheiß Wächterschwert. Du warst eh kacke. Ich bin jetzt beleidigt. Warum war das jetzt so scheiße? Ich habe da jetzt keinen Bock, nochmal hochzugehen. Ich will jetzt in ein anderes Gebiet gehen. Aber ich war kurz vor der Karte, ey. Wir gehen jetzt einfach andersrum. Wir entdecken da andere Sachen. Ja, Mann, Mist, das war jetzt doof irgendwie. Ich hätte vielleicht auch speichern können, bevor ich mich hab runterfallen lassen. Das mal A. Und B. Ich überschätze manchmal, oder ich unterschätze manchmal so ein bisschen meine Herzenslage. Oh, das ist fast schon philosophisch. Das gilt auch für mein echtes, privates Leben. Ja, ich unterschätze manchmal so ein bisschen. Ich denke mir so, ah, kommen die zwei Herzen. Und dann bin ich so ein bisschen risikofreudig. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Dann denke ich mir so, ach komm, weißt du, man ist dann auch ein bisschen zu faul, nochmal das Menü aufzumachen, nochmal was zu essen. Man denkt sich dann so, ach komm, mit den zwei Herzen, das schaffen wir doch. Ja, und dann, oh geil. Ja, ihr wisst schon, was ich meine.
Ich gehe jetzt, glaube ich, den Gang einfach entlang, wie es wahrscheinlich gedacht war. Und Saphir, nehmen wir. 290 oder 280 Rubinos. Oh, ein Schrein. Irgendwo in die Richtung. Endlich mal wieder ein Schreinalarm, Leute. Da unten sehe ich auf jeden Fall. Ja, vielleicht, ich gehe ja gerade wieder so einen Weg entlang, ne? Wahrscheinlich hätte ich jetzt die Karte aufgelegt, würde man sehen, dass es hier so, wahrscheinlich ist es so eher gedacht, dass man hier so lang läuft. Der Schrein war auf jeden Fall, da kann ich kochen, das aber auch, ist es das gleiche Lager? Nee, oder? Nee, nee, das ist ein anderes, aber ist ähnlich. Auch so ein großer, die streiten sich. Ja, Mann, und dann ist er hier langgelaufen, hat sich runter mit einem Parasegel. Ja, Mann, mit einem Parasegel. Was, mit einem Parasegel? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, jetzt glaub mir halt, beruhig dich doch erstmal. Da ist er da runtergeparasegelt, das war mega peinlich. So ein Idiot. Den Kopf habe ich ihm abgeschnitten. Was ist das denn überhaupt hier? Warte mal, ich will jetzt den Schreinalarm wieder aktivieren. Der war hier irgendwo. Als ich hier um die Ecke kam, ging der ab und in die Richtung geschaut habe. Oder in die Richtung gegangen bin. Ich komm nochmal. Wo war der? Der war doch hier so. Ja. Scheiß drauf. Ich komm schon nochmal vorbei, glaube ich. Ich gehe jetzt diesen Weg hier entlang. Krasse Schlucht, ey. Ah, mich wurmt das immer noch da oben mit diesem Lager. Das nervt mich. Das war nur noch ein fucking Pfeil oder ein Schlag, dann hätte ich den gehabt. Edelwild, Alter. Warte mal, der saugt ein. Kann ich dem nicht eine Bombe hinlegen und dann saugt er das ein? Guck mal. Ja. Ach, ich muss hier natürlich noch X. Ah, oh, ich hab einfach gewartet gerade, das war dumm. Warte mal, aber ist geil, das klappt. Ah. Manchmal denke ich mir so, so dumm bist du gar nicht, Dani. Okay, komm, wir gehen jetzt mal diesen Weg entlang. Das sieht auch verdächtig aus hier, die Steine, ne? Passiert wahrscheinlich nichts, aber. Doch! Ja! Eine Küste! Bombenpfeil los. Geil. Nehmen wir. So wie wir die verschwenden. Können wir die gebrauchen. Ja, das ist auf jeden Fall. Hier ist irgendwas im Argen mit diesem Turm. Das ist ganz, ganz komisch, warum der so lang ist. Ja, okay, fail. Lass ich mir nicht nehmen. Komm, schnell wegrennen und. Ja, genau, so hat's gereicht noch. Du rollst mir nicht weg, Zitterfrucht. Oh, du rollst mir doch weg. Ah, hab sie. Okay. Jetzt kommt da halt einer. Ja, und tschüss. Geil. Nice, so geht's natürlich auch. Bananen! Schon krass hier, ey. Ja, wir gehen hoch, wir gehen weiter hoch. Wir kommen ja dann nochmal vorbei an diesen Schweinen da oben. Ohne Klettern. Dann machen wir die, dann holen wir uns unsere Rache. Und dann machen wir es schlauer. Ist hier noch eine Kiste? Vielleicht. Nein, aber einen Stein habe ich zum Rollen gebracht. Passiert da mit dem was? Nö. Oh. Dem gebe ich kurz mal einen Headshot erstmal. Noch einen. Und tschüss. Oh, warte mal. Ey! Das Spiel hat gerade zum ersten Mal gestockt. Habt ihr es gesehen? Zum allerersten Mal. Cool, aber ich habe den jetzt einfach runtergeschmissen. Ist auch nicht schlecht. Chillig. Okay, weiter geht's. Jetzt sind wir wieder fast an der Stelle. Hier ist ein Dings. Journaling. Oh, ich muss ihn nicht kriegen. Oh, ich kriege ihn nicht. Ich habe ihn nicht gekriegt. Oh, schwierig.
So, aha, aha, aha. Hier waren wir. Da sind wir hier hochgeklettert. Und jetzt kommen wir wieder an diese Stelle. 4 Minuten haben wir noch in dieser Folge, Leute. Und wir sind jetzt richtig, wir sind wütend. Wir machen jetzt richtig Gladiator-Style einfach so. Wir rächen uns jetzt bei unserem Verräter in Rom. Wir sind Maximus, Aurelius Maximus, so der heißt. So, jetzt kommt dieser Riese hier. Ja, da kennen wir gar nichts. Wir schmeißen jetzt erstmal eine Bombe, weil er steht nämlich direkt neben einem fucking... Ups. Da war das ein Viech, den mache ich erstmal. Ich muss jetzt schleichen hier. Schleichen. Wir machen den jetzt fertig, Leute. Wir machen den so fertig. Ich esse jetzt was. Ich mache, wenn ich was zu essen habe, wäre es geil. Wir holen uns einen Stärke-Buff. Wir holen uns... Haben wir noch was zu essen? Ja, komm, die muss ich auch mal loswerden hier. Okay, und wir brauchen Schleich, haben wir nicht. Okay, wir haben keinen Schleich-Buff. Dass ich mal nach einem Schleich-Buff frage. Das ist jetzt einfach unsere Rache. Das ist unsere Rache. Und unsere Frucht. Kann ich nicht gleichzeitig schleichen? Ah nee, kann ich gleichzeitig schleichen? Sag mal, warte mal, kann man 2 Bomben gleichzeitig machen mit auf die Art? Geil, okay, ich schmeiß das jetzt und dann hau ich ab. Let's do this, bitch! Leroy Jenkins! Nimm das! Ich bin gerade richtig. Ich bin so sauer auf den, dass ich sogar Bonkenpfeile verschwende. Stirb! Mit der Kacklanze mach ich dich fertig! Ja! Wir haben unsere Rache geholt für ein Moblinhorn. Aber so sind wir, Mann. Wir lassen uns unsere Röstwildbeere nicht nehmen. Und Feuerpfeile, nice. Dafür den ganzen Stress. Mhm. Vielleicht ist hier aber hier ein Krugsamen. Nein? Oder vielleicht hier? Komm, gib mir eins. Mack, 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 mack. Nein. Okay, aber interessant mit der Bombe, oder? Ach so, nee, ich kann die natürlich nicht explodieren lassen. Ah, aber so könnte man es machen, habe ich gerade gesehen. Kannst natürlich dann eine hinlegen und dann hast du so eine doppelte Explosionskraft. Gib mir geile Sachen, gib mir geile Sachen. Hey. Gib mir geile Sachen. Gib mir geile Sachen. Gib mir gerade Sachen. Ein Apfel, geil. Okay, ja, irgendwie war das, vielleicht ist hier der Krugsamen. Irgendwas muss doch hier sein, ey. Kann ich vielleicht so einen Ballon nutzen, um mich irgendwie hoch zu... Ist da irgendwie ein Luftzug? Aber dann würde ja auch das Parasegel gehen. Das reicht noch nicht, ich muss auf jeden Fall ganz hoch laufen. Da kommen noch einige Bockblin und Co-Lager. Wir gehen jetzt hier weiter hoch. Und wisst ihr was? Wir speichern mal. Denn wir sind leider schon, Freunde. Leider schon am Ende der Folge angekommen. Ich hätte so gerne weitergespielt mit euch gemeinsam. Aber das müssen wir leider auf die nächste Session verschieben. Auf die nächste Folge auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich weiß mittlerweile beim Abmoderieren gar nicht mehr, was ich sagen soll. Deswegen sage ich einfach nur Hakuna Matata. Ciao.